Ernstes Thema, alle Amazon-Seller sollten das unbedingt langsam verinnerlichen, und zwar Produktbilder sind tot. Und das ist kein Clickbait oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach ganz klar die Wahrheit, werden auch gerade erfolgreiche, größere Seller alle bestätigen können. Lange Zeit war es einfach so, dass alle Amazon-Seller einfach immer auf diese Produktbilder geschworen haben, also dass Produktbilder so the way to heaven waren. Also wenn man richtig geile Produktbilder gemacht hat, dann konnte man eigentlich fast jedes Produkt erfolgreich machen. Produktbilder waren das A und O für den Erfolg von einem Produkt. Das ist nicht mehr der Fall. Es gibt jetzt wichtigere Dinge, andere Dinge, auf die man achten muss. Und genau darüber sprechen wir in diesem Video. Deswegen stelle ich ihn euch vor, Luca Igel, ein sehr, 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 sehr guter Freund seit 2019, also fast 5 Jahre. Selbst das Amazon-Marketing-Gesicht von Deutschland und macht selbst Produktbilder. Das heißt, ich will hier auch kein Blatt vor den Mund nehmen, bevor jemand in die Kommentare schreibt, hey, wieso sagt der das jetzt, weil der macht ja selbst Produktbilder. Aber ich glaube, gerade jemand, der Produktbilder macht und sagt, Amazon-Produktbilder sind tot, der muss richtig liegen. Der muss richtig liegen. Der muss richtig liegen, ja. Nee, schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Und würde sagen, lass uns direkt mal in das ganze Thema einsteigen. Let's go. Also, ich erinnere mich daran, als ich damals angefangen habe, meine ersten Produkte an den Start zu bringen, da habe ich die Produktbilder zum Beispiel noch selber gemacht. Aber die Produktbilder waren super wichtig. Also waren auch so ein großer Bestandteil meiner gesamten Erfolgsstrategie. Keine Ahnung, wenn man es in Prozent ausdrücken würde, vielleicht würde ich sagen, dass 50% vom Erfolg fast eigentlich nur von den Bildern abgehangen haben. Und ich habe es damals selber gemacht, und wer die besten Produktbilder hatte am Markt, der hat im Grunde genommen eigentlich am Ende des Tages auch ein erfolgreiches Produkt gehabt, der hat richtig gute Margen gemacht, der konnte sich gegen die Competition durchsetzen. Und klar, also ganz kurz vorneweg, bevor man das jetzt gar nicht checkt, natürlich braucht man auch nach wie vor Produktbilder. Das ist jetzt nicht der Inhalt, dass man keine Produktbilder mehr haben soll. Aber dass es auf jeden Fall nicht mehr diesen Erfolgsbestandteil hat. Also weit unter 10%, würde ich sagen, gerade was die Qualität der Bilder anbelangt. Woran liegt das? Ganz einfach, weil mittlerweile einfach jeder gute Produktbilder hat. Also klar, du findest immer mal nochmal ein Listing und ein Produkt irgendwie, wo du sagst, oh guck mal hier, dieses Paar Gummistiefel, das hat aber nicht so tolle Bilder, oder hier ist irgendwie so ein Möbelstück, das hat auch nicht so tolle Produktbilder. Das gibt es, aber in den meisten Nischen auf Amazon haben viele Leute, wenn du das auch dir das Design anschaust, sehr ähnliche Bilder, die allesamt eigentlich relativ gut sind, das Produkt gut darstellen und dementsprechend logischerweise schon mal einfach auch Produktbilder auf jeden Fall auch nicht mehr als reines Absetzungsmerkmal eigentlich gelten können. Zumindest nicht in 90% der Nischen. Ja, absolut. Ich meine, das war ja früher so der Status quo, dass man hingegangen ist und wirklich dieses Marketing-Thema ausgenutzt hat, um mit einem 0815-Produkt in die Nische reinzugehen, optisch das Ganze einfach besser zu machen, PPC besser geschaltet hat als der Rest, und schon war es halt ganz oben und hast mitgespielt. Genau. Und PPC ist auch tot, habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Genau. Also die Dinge, die vor 3, 4, 5 Jahren wichtig waren, sind jetzt nicht mehr so wichtig, oder sie sind nicht mehr essentiell und entscheidend für den Erfolg. Genau, sie sind einfach nach hinten gerutscht, würde ich sagen, weil es sind natürlich immer noch irgendwo Dinge, die man machen muss, genau, und auch sollte und auch die wichtig sind, aber nicht mehr die Dinge, die dich wirklich erfolgreich machen. Also du bist nicht mehr erfolgreich, bringen wir es auf einen Satz, du bist 2024, 2025 und in Zukunft nicht mehr erfolgreich wegen deinen Produktbildern. Relativ einfach. Was stattdessen wichtig ist oder immer wichtiger geworden ist, ist Punkt 1, ganz klar Product Market Fit. Also wie gut passt dein Produkt zu der Zielgruppe? Ich spreche immer über die Zielgruppe. Kein Mensch auf YouTube spricht über die Zielgruppe, wenn es um Amazon geht. Alle sprechen immer nur über irgendwelche komischen Helium-10-Daten und so weiter und so fort. Zielgruppe ist am Ende immer der Key. Trifft dein Produkt den Bedarf der Zielgruppe, dann kannst du theoretisch auch mit beschissenen Produktbildern, übrigens das war auch früher so, geht aber auch immer noch, trotzdem erfolgreich werden. Also meiner Meinung nach ist das Produkt und der Produkt-Market-Fit super essentiell. Und dann natürlich, zweiter Punkt, ganz kurz, das ist eine Sache, die, glaube ich, immer wichtiger wird, ist auch so, wie gut ist man im Sourcing? Das war damals zum Beispiel ein Thema, was eigentlich überhaupt nicht. Man ist einfach auf Alibaba, ja, hat irgendeinen Hersteller genommen, es war eigentlich scheißegal, welchen Hersteller du hattest. Und jetzt mittlerweile zum Beispiel hat man, also ich habe es auch erst mit der Zeit rausgefunden, ich war am Anfang auch, ich hatte keinen Plan davon, bin ich auch ganz ehrlich. Also ich hatte am Anfang, ich bin einfach mal auf Alibaba, habe mit denen irgendwie geschrieben und der wurde auch ein paar Mal bestimmt über den Tisch gezogen. Aber Sourcing ist jetzt so ein Ding, manche Leute kaufen einfach die gleiche Produktqualität für 3, 4, 5 Dollar weniger ein als andere.
Das ist ein riesiger Gap. Ja, also ich würde das vielleicht, das ist so eine Wechselwirkung, sage ich mal. Auf der einen Seite ist das Sourcing und im zweiten Step ist es dann der Preis, den du irgendwo am Markt rausbringst. Weil natürlich auch da immer diese Geschichte, die ich häufig sehe, 3, 4, 5 Produkte sind mehr oder weniger gleich. Du kommst jetzt rein und sagst, pass auf, mein Produkt kostet 10 Euro mehr, weil irgendwie Einkauf etc. pp. Muss ich so nehmen, damit ich profitabel bin, aber kannst halt einfach nicht mithalten. Vor allem dann, wenn dein Produkt sehr, sehr vergleichbar ist. Heißt also hier einfach im Sourcing stark zu sein, das besser zu machen, führt zum einen natürlich zu attraktiveren Preisen und aber auch natürlich zu diesem Product-Market-Fit. Das heißt also, es ist beides. Also geilere Produkte, du kannst mit dem Hersteller geile Produkte machen. Richtig, ja. Richtig, weil dieser Product-Market-Fit ist natürlich schon was enorm, enorm wichtig ist und erstmal diese Basis überhaupt legt. Weil wie gesagt, früher mit 2018, 2017, x-beliebiges Produkt von Alibaba, kurz gesourced, wirklich ohne viel Nachdenken, in der Woche hast du alles fertig, bringst es nach Deutschland, machst das geile Marketing und bumm, funktioniert es. Ja. Das ist einfach nicht mehr so. Nee. Ganz kurzer Hinweis an der Stelle, wenn du dieses Video auch schaust, weil du ernsthaft vorhast, ein eigenes Unternehmen im Bereich Onlinehandel E-Commerce aufzubauen, dann solltest du unbedingt zur SellerCon kommen. Das ist das deutschlandweit größte Seminar-Event, wie man auch immer das nennen möchte, für Leute, die jetzt wie du gerade am Anfang stehen, ernsthaft vorhaben zu starten und einfach an 2 Tagen die Möglichkeit haben, einen brutal wertvollen Input zu sammeln. Also nicht irgendwie mal kurz angerissene Strategien, wie das beispielsweise natürlich auf YouTube ist, sondern wirklich über 2 Tage hinweg lernen, wie man richtig Produkte sucht, wie man sie findet. Wir werden zusammen in die Produktsuche gehen. Man lernt, wie man mit Herstellern verhandelt. Man lernt erstmal, wie man die richtigen Hersteller überhaupt findet, wie man Produkte vermarktet und, und. Verschiedene Speaker, organisiert von der E-Commerce.de Consulting. In der Regel immer so zwischen 300 und 500 Teilnehmer. Wir haben das ganze Team mit dabei. Es wird großartig. Menschen aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz sind auch mit dabei. Und jetzt gerade gibt es die Tickets zu einem absoluten Sonderpreis. Deswegen, einfach hier unter der Videobeschreibung findest du einen Link dazu. Die nächste SellerCon ist in Metzingen dieses Jahr. Das ist in der Nähe von Stuttgart. Wie gesagt, die Leute kommen da aus Hamburg, aus Zürich, aus Wien, aus Berlin, alle möglichen anderen Orten hingepilgert, um 2 Tage miteinander zu verbringen und richtig, richtig nach diesen 2 Tagen wirklich durchstarten zu können. Also, hol dir ein Ticket, Link in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. So, jetzt kommen wir mal auf Produktbilder. Weil denn Produktbilder sind natürlich trotzdem das, was der Kunde sieht von deinem Produkt und das, was er davon wahrnimmt. Das heißt, es gibt eine Relevanz, die auch sehr hoch ist, was aber jetzt viel wichtiger ist, statt dem Produktbild selbst, also den Bildern von den Produkten und den Grafiken und so weiter und so fort, sind auch die Inhalte. Also was für Informationen vermitteln diese Bilder und die, also wie sozusagen sind auch die Produkte fotografiert, wobei wurden die Produkte fotografiert. Also es ist viel wichtiger, was für eine Botschaft man aus den Bildern zieht, als nur, dass man das Produkt selbst sieht. Mittlerweile. Früher war das nicht so, da ist die Botschaft relativ egal gewesen. Und Hauptsache, das Produkt war in einem guten Frame getroffen, in Anführungsstrichen. Ja, ja. Wir saßen gestern zusammen und haben so ein bisschen philosophiert und du hast es, würde ich sagen, sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht. Mit dem Satz, du brauchst keine Produktbilder, du brauchst Marketing. Ja. Und das ist auch so ein bisschen dieses Thema, wo jetzt eben diese Wende sehr, sehr stark passiert ist in den letzten Jahren. Was wir natürlich auch bei uns bei Stackpedia sehr, sehr stark vorangetrieben haben, ist so dieses Ding zu überlegen, okay, schöne Bilder, die kann ich überall machen. Schöne Bilder, die kann ich relativ einfach machen. Ich brauche einen Fotografen, der das ganz gut in Szene setzt. Check zum Beispiel Apple aus. Jede scheiß Brand auf der Welt, ob das ein Volkswagen ist, ob das ein, keine Ahnung, Samsung ist, können gute Bilder machen. Ja. Aber Apple ballert einfach wildes Marketing. Die sind nicht so erfolgreich, die Produkte, weil die besten Produktbilder machen können, sondern weil die einfach die Botschaften, die die halt übermitteln an den Zuschauer, ob das jetzt ein Video oder ein Bild ist, ist jetzt mal dahingestellt, die knallen halt. Ja. Und das ist der Unterschied, warum Apple wahrscheinlich in den letzten Jahren einfach die teuerste Brand geworden ist, auch wahrscheinlich die mit Abstand erfolgreichste Smartphone-Brand und eben nicht in Samsung oder so, die vielleicht auch ein gutes Produkt haben, auch gute Bilder von ihren Produkten machen können, aber einfach marketingtechnisch nicht auf dem gleichen Niveau spielen wie Apple. Genau, genau. Und das ist halt eben jetzt so langsam, kommen wir, glaube ich, zur passenden Lösung. Und was jetzt eben das neue Thema ist, ist halt wirklich einfach hinzugehen und sich vorher wirklich mal zu überlegen. Und das fängt eigentlich schon im Sourcing an. Was will ich mit meinem Produkt eigentlich erreichen? Das heißt, meine Zielgruppe. Und wen will ich erreichen? Meine Zielgruppe klar definiert. Wer ist diese Person? Ne? Alter, Geschlecht, Einkommen und so weiter. Wo verwendet er das Produkt wirklich ganz genau? Warum kauft er dieses Produkt eigentlich? Weil natürlich, wir als Amazon-Händler, wir gehen hin, gucken uns Helium 10 an, sehen, pass auf,
das macht Umsatz, das macht Umsatz, das macht Umsatz. Gut, bringe ich was Ähnliches raus. Aber wirklich mal tiefgründig zu verstehen, warum genau kaufen die Leute das jetzt? Was ist denn deren Painpunkt? Und damit meine ich jetzt nicht, die 3 Bewertungen durchzulesen, zu sagen, ja, bei dem reißt das Produkt, ich mache das jetzt besser, damit das bei mir nicht mehr reißt. Ja, natürlich, das ist auch wichtig, aber viel wichtiger ist wirklich mal tiefgründig zu verstehen, was sind die einzelnen Argumente, die Gründe, die Intention, weswegen diese Person das Produkt kauft und das dann eben im nächsten Step auch wirklich aufzugreifen und eben nicht mehr einfach nur ein Foto zu machen, sondern das eben zu verknüpfen. Das heißt, was stellt sich mein Wunschkunde vor und genau das ihm eben auch mitzugeben mit der passenden Lösung, mit unserem Produkt. Heißt nicht mehr nur schön zu fotografieren, sondern halt wirklich hinzugehen und Marketing zu machen. Wirklich hinzugehen und den Kunden da zu treffen, wo er wirklich abgeholt werden muss. Ja, als Beispiel, wir haben ja zum Beispiel Fahrradtaschen, die wir verkaufen. Und da hast du früher einfach geile Bilder von dieser Tasche gemacht. Und jetzt überlegst du zum Beispiel viel mehr, okay, es gibt jetzt super viele Taschen, es gibt auch viele Taschen, die gut fotografiert wurden. Und jetzt überlegst du, okay, was catcht die Zielgruppe mehr? Zum Beispiel, wenn man die Zielgruppe analysiert, wird man zum Beispiel herausfinden, dass super viele Leute die Fahrradtasche nutzen, zum Beispiel zum Einkaufen. Das heißt, damit die mit dem Fahrrad einkaufen können, von der Arbeit etc. Ja. Das zum Beispiel ist ein richtig krasser Case. Leute, die fahren mit dem Fahrrad zur Arbeit, kommen von der Arbeit zurück und gehen einkaufen mit dem Fahrrad und der Fahrradtasche. Und in dem Moment zum Beispiel ein Bild zu machen, was an Einkauf in so eine Tasche reinpasst, ja, also wie viele Sachen, das ist zum Beispiel eine Sache, die haben wir bei uns in ein Video rein integriert. Das zum Beispiel hat bei uns einen extremen Mehrwert gehabt, weil wir einfach dem Kunden einfach nicht nur zeigen, okay, so sieht das Produkt aus, sondern direkt, was für einen Benefit hat er durch das Produkt? Was kann er mit diesem Produkt machen? Und das ist jetzt nur ein Beispiel dafür, ne? Aber das ist genau das, was du tun solltest. Was und wofür benutzt die Zielgruppe das, also das, was Luca im Grunde genommen genau gesagt hat, zu übersetzen und in die Bilder oder auch Videos rein zu integrieren, damit eben ein Bild, und das ist eigentlich die Kernbotschaft auch dieses Videos, nicht nur ein Bild ist, sondern wirklich eine Message transformiert an den Kunden, die der Kunde möglichst schnell und einfach erkennen soll und die dem Kunden im Grunde genommen am Ende des Tages auch zeigt und suggeriert, das ist das richtige Produkt, was du jetzt brauchst und der Kunde dann am Ende des Tages dein Produkt kauft, obwohl es auch ähnliche Produkte gibt es immer, also egal was du ja auch machst, also du wirst, niemand von uns wird jemals ein Business starten und wird das als ein neues Geschäftsmodell machen, also wenn du zum Beispiel eine Pizzeria oder sowas an den Start bringst, dann da gibt es auch schon zigtausend Pizzerien oder egal was du machst sozusagen, es gibt immer auch andere, aber dieses Spezielle zu zeigen, zum Beispiel ich gehe gerne zu einer Pizzeria, da steht immer so oben drüber und du hast auch das Feeling, wenn du da reingehst, die ist komplett zum Beispiel darauf gebrandet, dass du in Italien bist. Mhm. Überall sind so italienische Wandmalereien, die Bilder sind überall so italienisch, total schön, deswegen gehe ich zum Beispiel dahin. Die Pizza ist auch gut, aber... Genau, das ist das. Das heißt, das ist die Message sozusagen. Genau, am Ende, es gibt halt immer gewisse Punkte, die der Zielgruppe wichtig sind und die musst du halt einfach besser ausspielen. Weil wenn du halt, wie gesagt, wie der 10. oder 11. bist, der dann auf den Markt guckt und schaut, okay, das ist da, ich mache es ein bisschen anders, dann hast du halt einfach nicht mehr diesen Effekt. Wenn du jetzt aber hingehst und wirklich mal überlegst, wer ist diese Zielgruppe, was will sie wirklich haben und dann vielleicht auch mal einen neuen Weg gehst. Und damit meine ich dann zum Beispiel bei jetzt einem Amazon-Produkt, wenn du der 7. bist, der 8. bist, der schreibt, ja, wir haben eine hochwertige Qualität, wir haben ein robustes Material und Co. Es ist halt einfach nichts mehr, was ein Kunde, das ist super generisch. Also es kann trotzdem wichtig sein, genau. Also es kann trotzdem dazugehören müssen, aber deswegen kauft niemand dein Produkt. Genau, und da halt dann hinzugehen und dann den Step einfach mal weiterzugehen und zu sagen, okay, statt dieser hochwertigen Qualität gehe ich eben jetzt hin und schreibe, pass auf, jetzt bei der Fahrradtasche beispielsweise, die Fahrradtasche, die dich nie im Stich lässt und niemals kaputt geht, dafür geben wir dann auch zusätzlich nochmal, weiß ich nicht, 5 Jahre Garantie oder sowas. Das ist die Fahrradtasche, mit der du Tag, Nacht, Straße, Stadt, Waldweg, was auch immer, überall durchfahren kannst und sie wird immer da sein, nie kaputt gehen und dich wirklich begleiten. Genau, oder du hast zum Beispiel Zielgruppe, die machen Fahrradtour und dann hast du ein Bild von so einer Tasche von Leuten, die auf einer Expedition sind, darunter steht 4000 Kilometer Fahrradtour, kein Kratzer oder sowas. Genau. Das heißt also wirklich, das gleiche Thema eigentlich aufzugreifen, hey, wir haben eine gute Qualität, aber mit dem Marketing halt auf eine ganz andere Ebene bringen. Und das Geile ist, es wird noch einfacher, weil wenn du hast wieder die Möglichkeit, dich trotzdem nur übers Marketing abzusetzen. Ja. Ich mache nochmal ein Beispiel, weil ich es in dem Markt jetzt kenne, zum Beispiel auch bei der Fahrradtasche, statt gute Qualität zu schreiben, haben wir zum Beispiel 20 Kilogramm Steine genommen, haben die in die Tasche reingepackt und haben halt gezeigt, dass es trotzdem am Fahrrad hält, selbst wenn man über Bordsteine und so weiter und so fort fährt. Passiert auch manchmal. Mir ist es, wie auch immer. Und sowas sieht dann halt, das hinterlässt auch einen bleibenden Eindruck, weil es Marketing ist und dabei ist die Videoaufnahmequalität oder das Bild selbst zweitrangig. Es geht um die Message.
Und das ist eigentlich unsere Message für dieses Video, für dich. Mach dir mehr Gedanken dazu und dann geh auch, wenn du die Bilder machen lässt, zu Leuten, die das checken, dass es eben nicht nur um das Bild geht, sondern um die Message. So, zum Beispiel bei Stack Valley machen wir immer so eine, also der Luca hat eine Agentur, da werden zum Beispiel immer die, ich meine, immer so ein Strategiegespräch, ich mache das ja auch, also wir machen unsere Bilder auch immer über Stack Valley, wo man am Anfang erstmal gar nicht darüber spricht, wie wollen wir jetzt das Produkt fotografieren direkt, sondern eigentlich vor allem über diese Inhalte spricht. Was wollen wir eigentlich vermitteln? Was soll der Kunde sehen? Was soll der Kunde sich im Gedächtnis halten können, wenn er die Bilder gesehen hat? Das ist nämlich das, worum es eigentlich wirklich geht. Ja, das ist ein guter Punkt und wichtig, dass du es, glaube ich, nochmal sagst, weil bei uns zum Beispiel, wir haben dieses Strategiegespräch und wir setzen uns wirklich 1,5 Stunden, bevor eine Person überhaupt mit uns zusammenarbeitet, setzen wir uns erstmal hin, 1,5 Stunden und planen wirklich alles. Na, das heißt also wirklich komplett überlegen, wie soll das erste Bild, zweite Bild, dritte Bild, vierte Bild aussehen und zwar nicht eben nur, hey, so fotografieren wir das schön, sondern eben auch, was ist jeweils die Message, was wollen wir jeweils damit erreichen, was ist dir auch als Kunde irgendwo wichtig, was sind deine Punkte und das eben zu verbinden, dieses Produkteigenschaften mit dem Marketing, das Bedürfnis der Kunden, das alles zu verbinden in einem Strategiegespräch und danach sogar nochmal eigentlich ein Gespräch, was alles der Vorbereitung gilt, das ist dann das Kickoff, das ist dann nach dem Strategiegespräch quasi, wo wir wirklich nur vorbereiten, planen, überlegen und so weiter und so fort. Das ist für den einen oder anderen schon zu viel. Der sagt, pass auf, ich wollte doch einfach nur Bilder haben, wo ich aber dann immer sage, okay, einfach nur Bilder, dann gehst du zum Fotografen, machst das irgendwo. Wenn wir aber wirklich marketingtechnisch das Ganze angehen wollen, sodass es eben was anderes ist, besser funktioniert als der Rest, dann brauchst du eben auch eine gewisse Vorarbeit, ein gewisses Sparring, sage ich mal, um solche Sachen zu erarbeiten, weil so eine Idee, klar, die ist ganz oft spontan jetzt da, wie jetzt bei uns, aber manchmal brauchst du auch eben ein paar Minuten, um da halt einfach hinzukommen. Die Frage ist, macht der Fotograf die Bilder oder der Marketer? Genau. So, denken wir bei Apple zum Beispiel, denkt ihr, der Fotograf bestimmt darüber, was da für ein Inhalt drin ist? Oder ist das einfach nur jemand, der gut fotografieren kann und der im Grunde genommen eine geile Idee schon vorgesetzt bekommt? Ja, und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt das einfach so zusammenfasst mitnimmt. Es ist halt einfach wichtig, da nicht mehr Produktbilder zu machen, sondern wirklich einen Step weiter zu gehen und zu sagen, okay, wir machen jetzt wirklich das Marketing. Wir überlegen uns wirklich ein bisschen mehr, weil am Ende ist das natürlich so dieses Zünglein an der Waage. Es gibt noch die ganzen anderen Themen, die natürlich wichtig sind, wie Product Market Fit, Produkt generell, das Pricing, die Bewertungen und natürlich auch PPC. Aber der Punkt Nummer 5, enorm, enorm wichtig, ist eben alles rund um dein Marketing. Das heißt, was tust du da? So, in dem Sinne, schöne Grüße von Luca und mir. Wir wünschen euch gute Erfolge. Ah ne, machen wir nochmal. Aber das ist sympathisch. So, ja. In dem Sinne.